Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, wir haben jetzt Anfang Juli und ich habe mich mal entschlossen, mal gucken, was die Pilze machen. Ja, ich bin mal wieder hier im Walde und ich nehme euch gerne mal mit und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt schon Pilze finden. Also, trüff, trüff. Ja, hier kommt ein Perlpilz raus oder ein grauer Wulstling. Ich habe mir noch nicht so genau angeguckt. Ja, das ist ein grauer Wulstling. Bei einem Perlpilz wäre da irgendwo was Rosanes, das ist hier nicht. Ja, was soll ich sagen? Hier finde ich schon die ersten Pfifferlinge. Ist ja ganz hervorragend. Dann gucken wir mal weiter. Gucken wir mal hier drunter. Schöner Cluster voll Pfifferlinge. Ja, so mal ganz schön langsam hier an dem Waldrand lang gehen. Pfifferlinge findet man nicht im Sauseschritt. Hier wollen auch welche kommen, aber die sind gerade mal Stecknadelkopf groß. Mein favorisierter Pfifferlingswald im Sommer ist der hohe Fichtenbestand mit vermoostem Boden. Zumindest hier im Sauerland und rund um Kirspe findet man hier die Pfifferlinge. Ja, und wieder ein paar Pfifferlinge. Ja, dies ist eindeutig ein Perlpilz. Den nehmen wir mit. Oh, ein riesiger Baumschwamm. Ich nehme an, ein Zunderschwamm an einem Fichtenstuben. Hier haben sich Eichhörnchen ihre Tischchen gedeckt. Wie ich in meinen früheren Filmen schon gesagt habe, ist Pfifferlingszeit immer dann, wenn der Digitalis blüht. Ja, das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Roter Schwamm und dieser geflockte Stiel. Hat zwar ein bisschen Mäusebiss, aber den nehme ich mit. Auch hier zwei Perlpilze. Hier am Wegesrand finde ich eine deutsche Orchideenart. Eine Orchis, zwar ist das das Knabenkraut. Zwar das gefleckte Knabenkraut. Eine deutsche Orchidee. Ja, und hier ein safrangelber Scheidensträifling. Ich nehme ihn immer gerne ganz mit. Ein hervorragender Speisepilz, ihr kennt ihn aus meinen anderen Filmen. Ja, hier will ich noch einen Pilz und das ist ein Schönfußröhrling. Schade, lassen wir hier. Ja, das ist die heutige Ausbeute. Wir haben Perlpilze, hier haben wir einen Scheidenstreifling, ja, einen flockenstieligen Hexenröhrling und ein paar Pfifferlinge. Ja, für Anfang Juli ist das nicht schlecht. So, der Film ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.